Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, gelten als der neue Boommarkt im Crypto-Space schlechthin. Die Bank BNP Paribas hat festgestellt, dass das Transaktionsvolumen im Zusammenhang mit NFTs im Vorjahr um 300% auf 250 Millionen Dollar explodiert ist. Und das dürfte nur der Anfang sein. Und warum das so ist und welche Krypto-Projekte von diesem Boom vielleicht profitieren könnten, genau dieses Thema schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich näher. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, das Thema Non-Fungible Tokens ist momentan in aller Munde, nachdem der britische Künstler Beeple über das Auktionshaus Christie's ein digitales Kunstwerk für sage und schreibe über 69 Millionen Dollar verkauft hat. Das Ganze ging durch die Presse und auch wir haben im Crypto Report am letzten Samstag über dieses Thema berichtet. Ich blende mal den Screenshot dazu nochmal ein. Und wenn ihr diesen Bericht verpasst habt, überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch unter crypto-report.de weiterhin kostenlos eintragen. Dann habt ihr sofort Zugriff auf unser Archiv, also auf alle bisher erschienenen Artikel und natürlich auf alle kommenden Beiträge, die im Rahmen unseres Crypto Reports erscheinen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist ein Non-Fungible Token, kurz ein NFT? Und das ist eigentlich relativ einfach, denn nicht fungibel heißt nicht austauschbar, nicht ersetzbar, nicht teilbar. Und das bedeutet, dass ich damit ein einzigartiges Asset auf der Blockchain sozusagen darstellen kann. Bedeutet, ich kann hergehen und kann einen Oldtimer oder ein Kunstwerk tokenisieren, also digitalisieren und durch einen Token auf der Blockchain darstellen. Damit wird das Ganze einzigartig und nicht austauschbar, quasi das Gegenteil, was wir im Geldsystem sehen, also Münzen, Geldnoten mit diesem 5-Euro-Schein, kann ich natürlich jederzeit gegen einen anderen 5-Euro-Schein austauschen. Der verliert nicht an Wert, aber bei einem Non-Fungible-Token kann ich das nicht, weil dieser Token eben einzigartig ist und besondere Eigenschaften besitzt. Der Vorteil davon ist, dass ich diese Gegenstände dann viel einfacher handeln kann, denn die Besitzverhältnisse sind dann auf der Blockchain dargelegt und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit physischen Assets, sondern auch mit virtuellen Gegenständen. Zum Beispiel kann ich hergehen und ein virtuelles Schwert aus einem Computerspiel, das vielleicht besondere Eigenschaften besitzt und auch besonders rar ist, kann ich durch einen NFT auf der Blockchain darstellen. Und das ist ganz wichtig, weil dieses NFT einmal auf der Blockchain quasi mit Metadaten verbunden nicht mehr zerstört werden kann und auch nicht gefälscht werden kann. Und damit habe ich quasi eine Art Echtheitszertifikat, wodurch ich relativ einfach nicht nur die Besitzverhältnisse nachweisen kann, sondern auch sehr schnell sehen kann, handelt es sich dabei um ein Original oder um eine Fälschung. Wie funktioniert jetzt diese Einzigartigkeit? Also man hat sich da einen Token-Standard überlegt, nämlich ERC-721 im Jahr 2017, indem man diese Non-Fungible Tokens quasi definiert in einen Smart Contract und Engine, ein Krypto-Projekt, hat diesen Smart Contract sozusagen beziehungsweise diesen Token-Standard nochmal verbessert. Das Ganze nennt sich ERC-1155. Also das geht dabei um einen Multi-Token-Standard. Bedeutet, ich kann sowohl Non-Fungible-Tokens als auch fungible Tokens in einen Smart Contract bündeln und das ermöglicht völlig neue Geschäftsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel hergehen, ein digitales Kunstwerk erschaffen und eine bestimmte Anzahl von Kopien von diesem digitalen Kunstwerk zulassen. Dann wäre jedes Kunstwerk sozusagen einzigartig und ich kann das natürlich beliebig kombinieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen, wenn ich jetzt dieses Wandbild hinter mir selbst kreiert hätte, was ich nicht habe, und ich würde jetzt meine Unterschrift darunter hauen und wenn ich jetzt berühmt wäre, was ich nicht bin, und könnte das dann für einen guten Zweck
quasi versteigern im Zusammenhang mit einem NFT. Das würde funktionieren in der Theorie, und wie das dann aussehen würde, das möchte ich euch jetzt noch kurz zeigen. Wenn ich jetzt mein NFT verkaufen möchte, dann kann ich natürlich mich umsehen nach entsprechenden NFT-Marktplätzen, und Rarible ist hier einer der führenden Marktplätze, wo ich meine NFTs dann verkaufen kann. Und nehmen wir jetzt mal an, ich habe dieses Wandposter unterschrieben und ich habe es geschafft, dieses Bild zu digitalisieren. Das ist jetzt dieses digitale Abbild sozusagen mit meiner Unterschrift oben drauf. Wie gesagt, das ist nur zu Demo-Zwecken, um das Ganze zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und damit ich etwas machen kann auf diesen NFT-Marktplatz, muss ich zunächst eine Verbindung mit meiner Wallet herstellen. Also ich klicke hier mal oben Connect Wallet. Und dann müsste er eigentlich genau mir hier eine Auswahl anbieten. Ich kann hier MetaMask, Coinbase Wallet, MyEther Wallet ausprobieren bzw. wählen. Und ich mache hier mal MetaMask und dann bestätige ich das Ganze, dass diese dezentrale Anwendung, Rarible ist ja eine DApp im Prinzip, eine Verbindung zu meiner MetaMask Wallet herstellt. Und das hat geklappt. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ihr Ethereum auf eurer Wallet vorher drauf habt, damit ihr die Gasgebühren zahlen könnt. Denn bei jeder Interaktion fallen natürlich Gasgebühren, fallen Kosten an, die ihr bezahlen müsst. Und darum wird das jetzt im Endschritt dann nicht funktionieren. Aber ich möchte es euch dennoch kurz zeigen. Und ihr seht schon, wenn ihr jetzt den Gedankengang habt, ich lade hier mal 100 NFTs durch, irgendeiner wird schon kaufen nach dem Motto, das wird hier nicht so gut funktionieren, weil bei jedem Schritt sozusagen Gasgebühren anfallen, und darauf müsst ihr dann ebenfalls achten, wenn ihr was verkaufen wollt. Okay, ich gehe jetzt mal auf Create und dann sehe ich diese Übersicht, und da kann ich jetzt auswählen, ob ich ein Single, also ein einziges NFT erstellen möchte oder mehrere. Das bedeutet, ich kann mehrere Muster von einem und demselben NFT erstellen, also quasi 1 von 10 zum Beispiel, aber das möchte ich nicht. Ich möchte ja nur ein Single NFT erstellen und from scratch, genau. Und dann kann ich auswählen, welches Dateiformat ich hochladen möchte und unterstützt werden, PNG, GIF, Web Picture, auch JPEG wird unterstützt, auch wenn es jetzt nicht dasteht, MP4 und MP3. Wichtig ist, dass das Ganze nicht größer ist als 30 MB. Und dann kann ich die Datei auswählen, mein Bitcoin-Poster, und dann sieht man das Ganze mit meiner Unterschrift hier in der Vorschau. Und ich kann mein NFT zum Verkauf anbieten. Bedeutet, ich kann Gebote entgegennehmen für meine Kreation und kann dann auch optional einstellen, ob ich das Ganze zum Sofortkaufenpreis anbieten könnte. Ihr könnt das vielleicht von eBay her, und ich kann zum Beispiel einen Preis hier festlegen, 0,5 Ether, und davon wird eine Servicegebühr von 2,5% abgezogen, die an Rarible im Endeffekt geht. Das bedeutet, ich bekomme letztendlich 0,488 Ethereum bzw. umgerechnet etwa 832 Dollar, wenn es denn jemand kauft, muss ich gleich dazu sagen. Wie gesagt, das ist hier nur eine Demo. Dann kann ich zusätzliche Inhalte anbieten, wenn jemand mein NFT kauft. Ich kann zum Beispiel sagen, dass dieses Bild dann in der Originalversion bzw. in einer höheren Auflösung dann zur Verfügung steht für den Käufer, und dazu kopiere ich das Ganze in meinem Online-Speicherdienst wie Dropbox oder auch Google Drive und kopiere hier den Link dazu ein, denn ist ganz wichtig jetzt zu verstehen, denn mein Bild wird hier nicht auf der Ethereum-Blockchain selber gespeichert, das würde die Kapazitäten von Ethereum quasi ja fast überschreiten, weil sich die Blockchain eben sehr schlecht als Speicher Dienst eignet für die Speicherung großer Datenmengen, und darum liegen die Daten selber oder das Bild, die Grafikdatei selber auf Online-Speicherdienste, und auf der Ethereum-Blockchain werden mehr oder weniger nur die Metadaten gespeichert, die mit diesem Bild verknüpft sind. Das muss man hier wissen.
Dann kann ich auswählen, ob ich hier einen Token erschaffen möchte, ERC721 oder einfach ein Rarible. Ich wähle hier mal Rarible aus und dann kann ich das Ganze beschriften. Ich kann hier sagen Bitcoin Poster Gold. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Und ich kann dann festlegen, zum Beispiel, dass ich sage, after purchasing you get the real poster. Also derjenige, der dieses NFT kauft, bekommt dann das echte Wandbild mit meiner Unterschrift. Kann ich jetzt zum Beispiel zusätzlich festlegen und sagen. Und dann kann ich ja auch Royalties festlegen, also die Provision, das ist ganz wichtig. Ich kann hier 20% oder 12% jetzt sagen. Und das bedeutet, bei jedem Weiterverkauf meines NFTs verdiene ich mit, bekomme ich eine Provision von zum Beispiel jetzt 12%. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache für all diejenigen, die grafisch wirklich was drauf haben, im Gegensatz zu mir, die hier wirklich 3D-Artisten sind und so weiter. Die können natürlich dauerhaft von ihrer Arbeit profitieren und bei jedem Weiterverkauf sozusagen Einnahmen erzielen. Und dann kann ich hier unten noch Eigenschaften festlegen, die mit meinem Bild verbunden sind. Das mache ich hier mal nicht aus Zeitgründen, sondern ich drücke hier einfach Create Item und dann beginnt dieser Prozess, das Ganze startet und ich müsste dann jetzt Gasgebühren bezahlen, wie gesagt, um diesen Prozess abschließen zu können. Aber ich habe ja 0 Ethereum auf meiner Wallet und ich kann die Gasgebühren nicht zahlen, darum scheitert das Ganze und darum, man sieht es hier unten, nicht genügend Geld und darum breche ich das Ganze ab. Aber ihr seht, wie das Ganze im Endeffekt funktioniert. Das ist wirklich nicht schwer und probiert es einfach selber daheim aus und versucht hier ein NFC zu erstellen. Wie gesagt, seid aber vorsichtig. Das Ganze ist mit relativ hohen Gasgebühren verbunden, weil die Ethereum Blockchain momentan relativ stark ausgelastet ist. Also wir haben gesehen, wie das mit Rarible in etwa funktionieren würde. Noch kurz eine Erklärung bei dieser Auswahl zwischen Single und Multiple. Also bei Single, dabei handelt es sich meines Wissens um diesen ERC-721 Standard. Und wenn ich Multiple auswähle, wenn ich also mehrere Muster erstellen möchte, dann handelt es sich um diesen neueren ERC-1155 Standard. Unten habt ihr gesehen, kann ich auch auswählen zwischen ERC-721 und Rarible. Und der Unterschied darin ist, dass ich, wenn ich jetzt Rarible auswähle, dass hier keine Minting-Gebühren entstehen. Ich zahle quasi nur die Gasgebühren, die aber auch relativ hoch sind. Rarible ist aber natürlich nicht der einzige NFT-Marktplatz. Es gibt viele interessante und große NFT-Marktplätze inzwischen und die wichtigsten möchte ich euch jetzt noch vorstellen und vor allem auch die wichtigsten Trends im Bereich NFTs und dafür schauen wir nochmal auf meinen Bildschirm. Also es gibt natürlich nicht nur Rarible, sondern auch andere NFT-Marktplätze, die sich zum Beispiel auf digitale Kunst spezialisiert haben, wie Makersplace. Auf dieser Seite gibt es viele interessante Kunstwerke zu bestaunen und auch niftygateway.com ist ein großer Marktplatz für digitale Kunst und ich blende euch natürlich unten in der Beschreibung die Links zu den einzelnen Marktplätzen ein, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe genau anschauen. Also dieses digitale Bild ist für $9,700 verkauft worden. Und eine der größten NFT-Marktplätze überhaupt ist OpenSea. Und hier könnt ihr wirklich viele NFTs finden. Also zum Beispiel diese Hash-Masks sind relativ bekannt inzwischen, werden zwischen 1 und 2 Ether immer gehandelt, diese Serie. Und wichtig ist zu wissen, dass es nicht nur digitale Bilder gibt, sondern man kann das auch mit Sound kombinieren. Also zum Beispiel hat Elon Musk einen ganzen Song als NFT verkauft, wenn ich das kurz anspielen darf. NFT. Also wem es gefällt,
Das ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefallen solche Sachen besser wie von Jason Seifi. Der hat fast ein Jahr lang an dieser Zeichnung gearbeitet, an dieser Animation. Und wenn man genau hinsieht, dann kann man, glaube ich, schon erahnen, dass dahinter sehr viel Arbeit steckt. Und diese Animation wurde zuletzt für 90.000, knapp 90.000 Dollar verkauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht nicht nur schnöde Bilder an der Wand hängen haben, sondern einfach einen digitalen Bilderrahmen, wo dann diese Animationen laufen. Eine interessante Animation ist auch Fiat versus Bitcoin. Diese Animation hat mir auch sehr gut gefallen, auch sehr lustig. Also Bitcoin gegen US-Dollar, ganz klar, wer hier gewinnt und wer hier K.O. geht, das ist natürlich der Dollar und der Bitcoin gewinnt. Und das Ganze ist am 14. Februar für 7,3 Ethereum, also gut über 12.000 Dollar zuletzt verkauft worden. Das interessanteste, ja, Kunstwerk ist es ja eigentlich gar nicht, sondern das ist eine Animation, nennt sich Maßhaus. Wenn ich das kurz anspielen darf. Und das ist was Besonderes, denn das ist kein einfaches NFT, sondern eigentlich die Zukunft der NFTs. Das Ganze wurde von Christa Kim aus Kanada verkauft zuletzt für über 500.000 Dollar. Und das Besondere an dieser, ja, Animation ist, dass es sich hierbei um ein komplettes Metaverse handelt. Das bedeutet, es besteht aus mehreren 3D-Dateien, die ich in mein virtuelles Headset laden kann und sozusagen mich durch diesen virtuellen Raum dann bewegen kann. Ich kann mich quasi in eine komplett andere Welt beamen und das wird als die Zukunft der NFTs gesehen. Also NFTs gelten als großer Zukunftsmarkt. Einige Beobachter rechnen damit, dass schon in diesem Jahr das NFT-Handelsvolumen die Marke von über 700 Millionen Dollar überschreiten wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche NFT-Projekte könnten von diesem Boom besonders profitieren? Dazu hat CoinMarketCap inzwischen eine eigene Rubrik eingerichtet. Ich blende auch mal die Übersicht dazu ein und dort sieht man schon, dass es relativ viele NFT-Projekte inzwischen gibt. Aber ganz oben steht Tether, was relativ überraschend ist, denn Tether ist eigentlich ein dezentrales Video-Streaming-Netzwerk. Ich habe dazu auch schon ein Video darüber gemacht, blende ich euch nochmal ein, könnt ihr euch nochmal anschauen. Und jetzt fragen natürlich viele, ja, was hat Tether mit NFTs zu tun? Die Antwort ist ganz einfach, denn Tether unterstützt auf seiner Blockchain Native NFTs. Das bedeutet, diese Streamer, die ihre Sendungen über Tether TV ausstrahlen, sind dadurch in der Lage, eigene NFTs zu kreieren, um zum Beispiel Zuschauer an sich zu binden und so weiter. Und Tether unterhält ja auch eine Kooperation mit der NASA und anlässlich dieser Roverlandung Mitte Februar auf dem Mars, als Perseverance auf dem Mars gelandet ist, hat man spezielle Sammelkarten als NFTs herausgegeben, die relativ viel Aufmerksamkeit erregt haben. Und dadurch zählt Tether zu einem der Top-NFT-Projekte. Als ein weiteres starkes Projekt im Bereich NFTs halte ich Chilis mit seiner Socios-Plattform. Und Chilis sieht sich ja als die führende Fintech-Plattform für Sportvereine, also Profi-Fußballclubs wie der FC Barcelona, Manchester City, AS Rom und viele mehr nutzen ja bereits Chilis, um Fan-Tokens herauszugeben, um damit die Kundenbindung zu fördern. Denn es ist ja so, dass über 90% der Fußballfans noch nie im Stadion waren und daher ist das Thema Kundenbindung durchaus sehr wichtig, vor allem in der heutigen Zeit für diese Fußballclubs. Und durch diese Fan-Tokens kann man ja bestimmte Mitspracherechte
einräumen, wenn es um Abstimmungen geht, aber man kann auch gewisse Vorteile gewähren für Tokenhalter und so weiter. Und ich denke, dass Chiliz speziell in diesem Bereich gute Chancen hat, sich zum Marktführer zu entwickeln, zumal man auch eine Expansion in den USA plant. Ein weiteres starkes Projekt im Bereich NFTs ist für mich Engine. Und ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, Engine steht ja hinter diesem neuen Token-Standard ERC-1155, diesem Multi-Token-Standard. Und Engine möchte einfach den Entwicklern dabei helfen, NFTs in Computerspiele zu integrieren. Und Engine arbeitet bereits mit Microsoft zusammen, um NFTs in dieses populäre Computerspiel Minecraft zu bringen, und ich denke, dass Engine vielleicht in der Zukunft noch eine große Rolle spielen wird. Ein weiteres Top-Projekt ist in meinen Augen Flow Blockchain von Dapper Labs. Ich habe dazu Anfang dieses Jahres schon ein Video dazu gemacht, als ich meinen Altcoin-Ausblick für 2021 vorgestellt habe. Ich blende euch mal das Video nochmal ein, könnt ihr euch nochmal ansehen. Ich denke, dass Flow aufgrund seiner Multi-Role-Architektur hier gewisse Vorteile hat und auch aufgrund seiner Programmiersprache besonders schnell ist und besonders ja, anwender-entwicklerfreundlich ist. Und daher glaube ich, dass Flow Blockchain mit dieser Kombi von DeFi und NFTs hier auch sehr gut aufgestellt ist. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Es ist natürlich so, dass der NFT-Markt momentan sehr stark gehypt ist. Nicht jedes Bild wird sich hier für mehrere tausend Dollar verkaufen lassen. Das ist ganz klar. Und ich denke, dass sich die Euphorie über kurz oder lang aber widerlegen wird. Ich denke aber, dass der NFT-Markt trotzdem noch relativ am Anfang steht. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ein NFT-Handelsvolumen von weit über einer Milliarde Dollar sehen werden. Aber wie in jedem Markt auch wird es hier Gewinner und Verlierer geben, und am Ende werden wahrscheinlich nur einige wenige NFT-Projekte dann überleben. Ich sehe da Tether, Flow Blockchain, Chiliz und auch Engine gut aufgestellt. Ich denke, diese Projekte werden relativ weit vorne sein, aber wie gesagt, das ist nur meine private, persönliche Meinung. Dann hätte mich aber auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr den NFT-Markt momentan? Glaubt ihr, das Ganze ist nur ein Strohfeuer? Oder denkt ihr, hier entsteht ein neuer milliardenschwerer Markt? Und welche NFT-Projekte seht ihr vorne? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich natürlich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Beim nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann um Cardano. Cardano-Chef Charles Hoskinson hat ja angedeutet, dass man in Afrika mehrere Millionen Nutzer gewinnen möchte. Und wie das genau funktionieren soll, darüber möchte ich mit euch am kommenden Donnerstag sprechen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.